Wir machen heute ganze Forelle nach indischer Art. Wie wir sie machen und wie sie uns heute schmeckt, das seht ihr, wenn ihr euch das Video anguckt. Viel Spaß! Wir haben total wechselhaftes Wetter. Da hinten ist es grau, da hinten scheint die Sonne, es nieselte eben schon ein bisschen. Was passiert, wenn man Regen und Sonne hat? Ein Regenbogen. Und wir haben eine Regenbogenforelle. Das passt ja super geil, das Wetter. Weil uns die Forelle das letzte Mal so gut geschmeckt hat, machen wir die Forelle dieses Mal nochmal, aber auf eine andere Art. Genau, auf die indische Art diesmal. Also ein bisschen anders gewürzt. Die Zubereitung ist eigentlich genauso. 8 Minuten von jeder Seite direkt grillen und dann können wir schon wieder essen. Für unsere Forelle brauchen wir eine Ingwer-Knoblauchpaste. Deswegen haben wir hier 60 Gramm Knoblauch, 60 Gramm Ingwer. Ich schneide hier noch mal ein bisschen fein, damit er besser geschnitten werden kann. Also, die Ingwer-Knoblauchpaste wird eigentlich 1:1 vom Gewicht her mit Wasser gemischt. Genau, deswegen muss auch alles rein. Wir haben 60 Gramm Ingwer, wir haben 60 Gramm Knoblauch. Wir geben das Wasser dazu. Und 125 Milliliter Wasser. Alles klar. Gib Gas. Gib mehr Gas. Mach heute Pause. Das musste richtig schöne Paste werden. Also richtig schön klein machen. Bestimmt 1-2 Minuten darfst du jetzt drehen. Ja. Etwas mehr. Riecht schon nach so ein bisschen limettig durch den Ingwer. Und natürlich ordentlich Knoblauch. Es riecht nur nach Ingwer und Knoblauch. Aber total lecker. Ja? Das reicht mir. Okay. So. Das sieht matschig aus. So soll es aussehen. Hier. Was habe ich dir gesagt? Wie lange ist die haltbar im Kühlschrank? Einen Monat. Einen Monat ist die haltbar im Kühlschrank. Dann sollte sie verbraucht werden. Also macht immer nur so viel, wie ihr braucht. Die Paste könnt ihr natürlich auch im Asiat-Shop kaufen, beim Inder oder beim anderen Asiaten. Frisch ist natürlich wesentlich besser. So, wie letzte Woche, stellen wir kurz zur Seite. Nein, nicht mit dem Finger reingehen. Geht nicht mit dem Finger rein, es sollten keine Bakterien reinkommen, sonst könnt ihr das mit dem Monat vergessen. Also den Fisch, wie letztes Mal auch wieder, schön anschneiden. Oh, 1, 2. Da der etwas größer ist diesmal. Ist er glibbriger. Hier kriegt er 4 Stück. So. Also, wir machen eine Paste. Eine leichte Paste. Und zwar, wir haben hier schon mal einen Teelöffel Koriander gemahlenen. Jetzt kommt noch Salz dazu und Pfeffer. Ich weiß, ich soll Pfeffer machen, du machst Salz. Tu mal ein bisschen Salz rein. Warum machst du Pfeffer? Weil du letztes Mal ungemerkt hast, dass das so anstrengend ist. Also wolltest du nur eine Messerspitze reintun. So? Nee, mehr. Noch ein bisschen. Also, jeweils einen Teelöffel. Salz, Pfeffer, Koriander. Zwei Teelöffel. Also 2 Teelöffel von der Koriander-Knoblauchpaste. Den Rest gut verschließen. Und gleich wegbringen. Ja, das ist echt toll weggebracht. Gleich wegbringen. So. Dann, Salz haben wir drin, das haben wir drin, das haben wir drin. Habe ich hier noch was versteckt? Das ist grün und fällt natürlich total auf. Ne Chili. Ne Chili. Warum den Fisch Chili? Stellen wir mal kurz runter. Warum ne Chili? Damit das ein bisschen Würze kriegt. Ihr könnt natürlich jede, wie ihr wollt, mehr oder weniger reinmachen. Wir machen nichts rein. Wir machen das rein, nehmen aber die Kerne. Membran und die Kerne raus. Denkt dran, wenn ihr das ohne Handschuhe macht, nicht durch die Augen wischen. Das brennt wie Sau. Und ich kann euch versichern, das brennt wie Sau. Ich habe es selbst mal gemacht. Ich habe noch nie eine Sau im Auge gehabt. Stell mir das aber ziemlich schwer vor.
So, schön klein. Ich kann eine Sau durchs Dorf treiben, ich kann es nicht in mein Auge tun. Ich meine, das brennt wie Sau. Mhm. Ich mag das toll nicht. Welches? Nicht das einfach bitte. Wieso probierst du jetzt eine Chili? Und? Scharf, müssen wir alles rein? Ja, müssen wir, die ist nicht so scharf. Warte, bin. Selbst dieses kleine Stück war scharf. Bin ich. Ja, Mika, du nimmst ja. Das wird doch noch gegrillt, da verlierst du doch noch mal die Schärfe. So, es ist wieder schön windig, hier haben wir gut zu kämpfen. So, rein damit. Nimm keine Chili. Nimm zwei Chilis, wenn er keine Kinder hat. So, und dann? Oder nimmt eine mit Kernen. Mach mal einen Esslöffel Olivenöl rein. Oh, wieder. So, eine Handvoll Koriander. Alles, was nicht wegfliegt, kommt rein. Die dicken Chili wieder nicht. Die dünnen könnt ihr alle nehmen. Ja. Wer keinen Koriander mag, nimmt wieder Petersilie. Meine Haare. Wie viel nochmal? Ein Esslöffel. Okay. Also zwei hiervon. Zwei Teelöffel. Ich sagte doch zwei hiervon. Genau. Eins, zwei. Fertig. Mhm. Okay, das probiere ich gleich. Mhm. Das sieht komisch aus. Das sieht braun aus. Mhm. Gleich wird grün. Nein, es sieht nur grün aus, aber insgesamt ist es immer noch braun. Gleich wird es grün. Nein, die Blätter sind grün. Die Soße ist braun. Ich kann das beweisen. Braun. Also in Wirklichkeit ist es in Hannover gar nicht so windig. Nee. Wir haben extra eine Firma organisiert, die uns immer Wind in den Rücken haut, damit das optisch ein bisschen schöner aussieht. Ja, vor allem, dass meine Haare mal in meinem Gesicht liegen. Möchtest du nächstes Mal Wind von vorne haben? Mhm. Gut, dann sage ich dir Bescheid. Nur Papa, man filmt in die Richtung, wo angeblich diese Leute sind. Mhm. Wo sind die denn da? Die sind ziemlich gut. Die arbeiten auch mit einer grünen Wand. So. Glaubt ihn nicht. Komm her. Braun, guck. Braun. Hier, man sieht das braun, dass die Soße braun ist. Mhm. Nur die Blätter sind grün. So. Ich bin die Erste, die probiert. Ja. Mehr Pep, ne? Oh. Also, oh ja. Knoblauch und Ingwer kommt total gut durch. Die Chili ein bisschen. Wie gesagt, tut mehr rein, wenn ihr schärfer haben wollt. Das hat eine Frische, ein bisschen Koriander. Toll. Dann. Warum kriege ich immer die Chili ab? Dann mache ich mich wieder dreckig, ne? Tja. So, wieder schön in die Lücken rein, ne? Da kommt der Geschmack am besten hin. So, schön einreiben. Und jetzt nur ein bisschen aufmachen und rein damit. So, beide Seiten. Drücken mal ein bisschen was drauf, ein Löffel. Ich hab zwar noch ein bisschen, aber nicht mehr so viel. Denk dann, wir brauchen nachher noch was. Lieber, dann machen wir auch wieder was Frisches noch drüber, bevor wir essen. So, Salz und Öl ist da schon genug dran, das heißt, wir brauchen es nicht mehr einölen, nicht mehr einsalzen. Wir machen aber trotzdem wieder ein bisschen auf den Rührgas drauf. Und natürlich auch wieder was rein. Ich habe schon fast noch genug, aber gib mir noch mal einen Löffel bitte. Da unten liegt noch viel. Wenn ihr das macht, denkt dran, die Limette vorher zu schneiden.
4 Scheiben? 4 Scheiben, ja. Mhm. Rein damit, sauber reinlegen. Ich brauche Bratkern. Schön. Okay, das steht da. Immer muss ich das machen. Wie lang brauche ich? 2 Armlängen. 2 Armlängen Bratkern. Super. Man könnte es sogar eigentlich fast ohne machen, aber sicher ist sicher. Ja. Also riechen tut sie genauso toll wie die andere. Also nicht vom Geruch her gleich, sondern schön gewürzt. Schön. Nach Knoblauch, Ingwer. Gewürzt. Limette. Gewürzt. Mhm. Das schöne Garn wird grün. Ach, jetzt nicht mehr braun. Ja, du hast grüne Blätter dran. Ja, guter Versuch. Was denn? So. Und nein, ich habe seit letzter Woche nicht das Knoten gelernt. Natürlich kümmert mein Vater sich auch nicht darum, einfach mal auf YouTube zu gucken, wie man das schnürt. Ich hab das gesehen. Okay, wer sagt, letzte Woche habe ich das besser gemacht, der hat recht. Tja, Papa, du wirst wohl immer schlechter und nicht immer besser. So, und weil es so schön war, machen wir nochmal einen Gaumen rum. Falls jemand das auch findet, dass er immer schlechter wird, macht einen Daumen nach oben. Ja, nicht nach unten, nicht verwechseln. Wer das dann trotzdem nicht so findet, dass ich das schlechter mache, macht bitte trotzdem einen Daumen nach oben. Der Sinn dabei ist, was wir gerade gesagt haben, macht einen Daumen nach oben. So. Damit ist die Forelle fertig eingelegt. Okay. Wir lassen sie jetzt mal so 20, 30 Minuten durchziehen und dann kommt es auf den Grill. Okay. So, was machen wir, bevor wir den Fisch drauf tun? Einölen, einsalzen. Wir geben Öl ordentlich drauf. So, und was kommt dann drauf? Salz. Warum? Damit es nicht anbappt. Richtig, damit die Haut nicht so anbappt. Dann gibt man das Salz drauf, so weiß, wie es geht, nicht draufstreuen. Dann tun wir mal den Fisch drauf. Wir lassen ihn wieder 8 Minuten von der ersten Seite, 7 Minuten von der anderen Seite. Du hast dein Handy bereit? Auf die Plätze, fertig, los! Die Grille ist auf volle Leistung. Okay, so, wollen wir mal gucken, wie er aussieht? Mhm. Leben tut er schon mal nicht, das ist schon mal gut. Wir machen ja die einfache Wende. Oi, wie letzte Woche. Guck mal, da sieht man schon das leckere Fleisch langsam. Oh, der sieht gut aus. So. 7 Minuten. Du guckst auf die Uhr. 8 Minuten. 7. 8. Der war letztes Mal perfekt mit 8 und 7. Nein, 8. Mika. Na gut, 7. Danke. Okay. Dann schauen wir mal, wie er unter, auf der anderen Seite aussieht. Ich könnte wieder versuchen, die Flosse rauszuziehen. Aber ich sehe schon, das Fleisch ist schön durch an der Seite. Und an der Seite sieht es auch super aus. Da ist der Fisch wieder. Dann nehmen wir mal den Faden ab. Dann nehmen wir wieder die Haut vorsichtig da hinten. Nachweis? Nö. Oh, sieht gut aus. Oh, sieht ja gut aus. So, dann geben wir ein bisschen was von unserer Soße noch drüber.
nur noch ein bisschen mehr Feuer zu geben. Feuer? Ja, ein bisschen Geschmack. Knoblauch, Ingwer, Koriander. So. Und da ist er. Ich finde, die sieht genauso prächtig aus wie die letzte. Ja. So, haben wir Besteck? Nee, ich habe keine Gabel dabei. Ich habe eine Gabel dabei. Ja, gut. Ich nehme einen Löffel. So, wie beim letzten Mal wieder abziehen nach unten. Mhm. Oh, der Fleisch sieht ja genauso gut aus wie beim letzten Mal. Mhm. Soll ich dir was übergeben? Mhm. Also duften tut sie wieder herrlich nach Limette. Koriander kommt lecker. Aber jetzt sieht auch total auf dem Punkt genau aus. Hat mehr Forellengeschmack als beim letzten Mal. Aber Ingwer kommt gut durch. Die Chili merkt man ganz leicht. Wirklich nur ganz weit. Ne? Oder merkst du was groß davon? Koriander ist toll, Limette ist toll. Weiß ich noch besser schmeckt, deswegen habe ich hier liegen. So, jetzt nochmal mit Limette. Und das hier ist für mich. Na so, na gut. Nimm dir was du möchtest. Ich krieg dann die nach unten weg. Doch. Ja! Super. Und? Mhm. Also das schmeckt total lecker. Oh, mein Horror. Ich frage jetzt, welches schmeckt dir besser? Griechisch oder Indisch? Beide gut? Sehe ich auch so. Also, die griechische hat wesentlich mehr Kräuteranteil. Und hat dadurch natürlich einen anderen, total anderen Geschmack, also toll. Ich finde, die hat jetzt so ein bisschen mehr Pep. Die hat so mit der frischen Limette noch ein bisschen besser sogar. Ja. Probiert sie beide aus. Ich finde beide total lecker. Wir verlinken euch natürlich auch noch die andere Forelle. Natürlich. Ich muss mal eine von oben probieren. Kannst du mir auch noch was geben von oben? Ich weiß nicht, wie man das von oben abmacht. Du hast doch hier in der Mitte. Die Mitte von den Gräten, ne? Da, ja. Der Karte. Und die Gräten gehen nach oben, nach unten weg. Das heißt, wenn du oben nimmst, ziehst du nach oben, unten ziehst du nach unten weg. Aber immer ziehen, nicht? Ne? Das für mich. Sag ich mir. Hier, das ist deine und die drei sind für mich. Ich habe noch genug drauf. Lecker. Aber denk dran, wieder nicht reden beim Essen, ne? So, schön Limettik drauf. Limettik Gast. Die Forelle ist eindeutig ein bisschen fischiger als die letzte, finde ich, vom Geschmack her. Wer sagt gerne, meine Mutter auch. Wer gerne Forellengeschmack mag und Fischgeschmack mag, bleibt bei der. Hat halt hier eine super Würzung. Oder wer es einfach mal ausprobieren will. Und wer weniger Fischgeschmack mag, aber trotzdem eine gesunde Forelle essen möchte, der nimmt die letzte. Eine Grete. Schmecken? Fantastisch. Schmecken sie beide? Auf den Punkt? Waren sie auch beide? Super gewonnen. Hm. Ja, ich nehme noch mal die Gräten drauf. So. Aber wir müssen uns noch verabschieden, ne? Das war's wieder. Wir sind am Ende. Ich hoffe, euch hat es euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein kostenloses Abo da. Aktiviert die Glocke, dann seht ihr immer, wann neue Filme rauskommen von uns. Abonniert uns bei Facebook, Instagram und Twitter. Ja, und Twitter. Und das war's. Wir sind raus. Ihr wart bei Data and Dad's Sizzle Zone.